Willkommen zu Let's Play Kirby Mass Attack. Ja, wir sind im Innenkreis und wir wollten jetzt zum Eislevel gehen. Ugh, Eislevel. Naja, vielleicht ist dieses Eislevel ja gar nicht mal so schlecht, wie ich denke, dass es immer von Eisleveln so ist. Oder fast immer. Klingt auf jeden Fall schon mal... recht sweet vom Soundtrack her. Vielleicht ist das ja sogar ein schönes Eislevel. Mal sehen. Wir brauchen erstmal die Barrier nach drinnen. Also die Regenbogenbarriere. Oder Regenbogenbrücke nach drinnen. Um zum Boss zu gelangen. Und ich kann mir auch schon denken, wer das sein wird. Ich habe so eine vage Vermutung. Wenn es schon die Idee des Castle ist, ja, dann könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, was das für ein Boss wird. Oh, Kirbys mit Fackeln, das hatten wir auch. Das hatte ich auch noch nie gehabt. Und lass mich raten, wenn wir ins Wasser gehen, ist die Fackel aus, natürlich, logischerweise. Ist ja auch logisch. Weil ist ja Eis, ne? Ach, die Musik ist cool. Mal wieder. Kommen wir vielleicht irgendwie oben ran? Nee, gut. Egal. Gehen wir aber mal weiter. Irgendwo wird schon was sein. Okay, müssen wir mit dem Eis durch. Also groß benutzt haben wir die Fackeln bisher jetzt noch nicht. Na, vielleicht kommt das ja noch. Ja, hier zum Beispiel haben wir die Fackeln benutzt, um die Schneemänner zu schmelzen. Nein, das war... ja, das war jetzt blöd. Das war jetzt blöd. Das war jetzt richtig blöd. Naja, wenigstens haben wir es doch noch geschafft. Na, man darf nicht zu eilig voranrennen. Wenn sonst passiert so was. Was machen die da? Lol. Die formen Kirby. Ist ja witzig. Ah, dieses Spiel steckt voller Überraschungen. Herrlich. Einfach nur herrlich. Oh, die Erde bebt. Was kommt denn da jetzt? Oh ja, ich hab's geahnt. Da kommt so ein Eisball und nimmt uns alle mit. Konnte ich jetzt gerade nichts machen irgendwie. Ah, ist das schön. Welche witzige Ideen dieses Game hat. Schön. Okay, das war hier wieder zu eilig gewesen. Mal wieder. Okay, Krokos, die Eisklumpen ausspucken. Auch eine coole Idee. So eine Mischung aus Krokos und Schweinchen. Cool. Okay, wer ist das? Ach, du bist das.
Yes! So. Und rein mit dir in den Boden. Oder auch nicht. Doch, es kommt. Mit dir. Oh, du hältst ganz schön viel aus. Aber auch du bist Geschichte. Jetzt haben wir eine komplette Eis dafür verloren. Witzige Gegner gibt's hier. Wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht zu viel Kirbys verlieren. Das ist gefährlich sonst. Da können wir ein paar heilen. Sehr sweet. Ah, ich sehe eine Maxi-Tomate. Da können wir unseren 9. Curry holen. Ich muss sagen, das ist ein sehr geiles Eislevel. Auf dieser kleinen süßen. Auf diesem kleinen süßen Reservoir hier. Oh fuck! Das war jetzt fast schief gelaufen. Okay, ich muss die Typis hier erstmal platt machen. Ach du Scheiße, jetzt haben wir richtig viele Kirbys verloren. Ja, da muss ich wahrscheinlich dann wieder mir neue farmen. Schaffen wir halt noch. Ja, ich muss definitiv neue farmen. Na. Scheiße. Überlebt. Hat es geschafft. Zu überleben. Oh, ich muss erstmal die untere. Och nein. Mann. Scheiße. Mann, das hätte ganz gut klappen können. Hat's aber irgendwie nicht. Naja, das kann ja nicht jede Stelle von erstmal mal klappen. Ich hätte mir unten noch was den Weg schaffen sollen. Das wäre vielleicht vom Vorteil gewesen. Egal, wir versuchen es einfach noch mal. Und dann passt das schon. Verschwenden wir nicht zu viel Zeit. Und laufen einfach mal weiter. Zack. Kommt schon, Leute. Lauft schneller. Ja, das kommt aber wieder so trödelt. Mann, ich mach schon wieder den gleichen Fehler. Ja, was springt der auch ins Wasser?
Er ist doch das Schlechteste, Wasser zu springen. Und macht das trotzdem. Okay, Statue basteln. Und Medaille holen. Und weiter geht's. Irgendwie kann man nichts machen. Wir können da nicht uns bewegen. Wir können einfach nur da stehen bleiben. Ja, bis wir aufgerollt werden. Ich denke mal, je mehr Kirby's, desto höher ist das Gewicht. Und demnach sind wir auch hier oben gelandet. Hätten wir weniger Kirby's gehabt, wären wir unten gelandet. So berechne ich mir das mal. Rein von der Physik betrachtet. Also langsam gehen mir die kleinen Dinge auf die Nerven. Jetzt kommen wir so ein Big Vieh mit großen Eisblöcken. Da wäre es vielleicht besser, die erstmal wegzuräumen. Bevor wir uns ihm widmen. Jetzt kommen die Viecher wieder, die lustigen Blöcke. Die erstmal glatt 2, 3 von uns gekillt haben. Oh, ich muss aufpassen. Ich darf ja nicht wahllos meine Kirbys verlieren. Ach, die machen die kaputt nach einer Weile, glaube ich. Das gibt's doch nicht. Nein, nein. Das gibt es nicht. Zwei Kirbys nur noch. Sämtliche Kirbys auf einen Schlag verloren. So ein Mist. Nur wegen der Maxi-Tomate. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich echt ein kleines Problem.
Ah, Mann. Ich kann dieses Anstimmen einfach nicht so fix. Ich krieg dieses Anstimmen nicht hin. Zumindest nicht so schnell. Komm schon. Nein, aber ich war schon nah dran. Ja, komm, einer ist schon hinten. Nein, komm. Lauf. Na, verflixt. Mann, wie ich sowas hasse. Komm schon. Jetzt kann ich es gleich nochmal machen. Wahrscheinlich. Okay. Bitte. Sei K.O. Nein, nicht K.O. Komm, mach schneller. Oh Gott. Danke. Ja, das kriegen wir nicht mehr da oben. Oh Gott, die wachsen nach. Werden wir so nicht schaffen, glaube ich, oder? Nee, viel zu wenig. Zu wenig überlebt. Okay. Ein Block mit einem Gesicht. Und ich würde fast wetten, dass wir uns beeilen müssen. Weil wenn der Block irgendwie bestimmt, ja, da ist, sind wir bestimmt instant kill. Instant tot. Naja, hat die mir erreicht. Okay, die Eiswelt ist doch nicht so sexy, wie ich dachte. Und es würde mich ärgern, wenn das tatsächlich das Weg, der Weg nach drinnen ist. Weil, ja. Gut. Dann probieren wir es im nächsten Part mal mit Stage 9. Oh nein, Stage 9 ist schon wieder ein Eisfeld. Stage 10 sieht schon ordentlich aus. Also ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir nach Stage 10. Auf Eiswelten habe ich jetzt echt keinen Bock mehr. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.